Hallo und herzlich willkommen der Pfanne. Oh, Digga. Diese Mustern sind getötet. Digga. Wir spielen heute ein Spiel. Das nennt sich Lurking. Gehört schon gut. So, das Spiel ist eigentlich relativ schlecht zu Let's Playen. Okay. Denn man spielt quasi eine blinde Person. Das heißt, wenn ich das Mikrofon kurz wegnehme, dann entstehen auch keine Geräusche, die ein Geräusch verursachen. So, ich habe mein Mikrofon generell nicht kalibriert, das heißt, rein theoretisch sollte ich auch nichts weiter erkennen. So, ich bewege gerade meine Maus, wo man sieht nichts. Jetzt kann man zum Beispiel Q drücken, um so ein Geräusch. Die Tür sind damit zu hören. Okay, um so ein Geräusch zu erschaffen. So, mit Q kann man jetzt also Sounds erstellen. Und so bahnt man sich quasi seinen Weg durch die Levels hier jetzt. Und so wie es aussieht, spielt es in einer Art Klinik. Und das ist ganz schön laut. Was machst du denn hier, mein Freund? Achso, ja. Ja. Ach, die kann ich mal anhalten. Today is 5th of April 1986. It's now 1300 hours. This is it. We are finally moving into human trials, and if this work, it will be greatest achievement neuroscience ever. And everyone will finally know my name. Yeah. The operation on test subject 01 will commence in about hours' time. Subject is in optimal condition. With regards to reports from the assistants, I would like to go on and record to say that I observe no abnormal behavior from animal subjects at all. Das heißt, irgendwie gibt es so eine Operation in Neurowissenschaften hier? Tür geht auf. Das ist ein Box, das ist ein Shit. Auf jeden Fall will er anscheinend hier krass berühmt werden oder so. Und so ist das. Digga, what the fuck, ich nehme mit dem Schokolade. Kann ich hier den PC benutzen? Nee, warum ist er denn gelb? Und ich schätze mal, das hat was mit unserem Zustand zu tun. Dass wir quasi durch Schall sehen können. Wie eine Fledermaus. Der Typ macht mir Angst und er ist rot. Was darauf hinweist, dass er höchstwahrscheinlich böse ist. Ja, aber so richtig. Ich wollte gerade so sagen, so richtig Angst braucht der Mensch, aber dann hat es auf einmal angefangen hier zu klacken. Das passiert immer nicht einfach nur hier stimmt, aber ich brauche mal ganz kurz Pause, um die Hintergrundmusik und die Soundeffekte leiser zu stellen, weil es einfach extrem laut ist gerade bei mir. Puh, knapp. Aber es sieht ja auch sehr nach einer Zelle aus, was er hier hört. Das ist gerade nicht so richtig verschlungen, sonst nicht.
wird geladen. Erste Stage geschafft. Run, Crowd, Create Sound, Drop Object mit minus 2 und mit Left schmeißen. You're fucking low. Hätte ich ja heute noch mal was. Ich dachte schon, er wäre böse oder so. Was ist Leute von wegen so? It comes. Hier sind drüber nur Toiletten. Wo muss ich denn lang? Oh, hier ist noch eine Tür. Da geht's sogar auf. Digga, ohne Scheiß, was ist der denn für ein Creep jetzt, mal ganz sicher. Song ist mal geil gemacht. Dass der sich richtig verändert, so wie er so. Deswegen gibt's ja so ein paar irre Locker. Okay, wie wir nicht unschwer erkennen können, sind die Roten böse. Weil der Rote gerade einen Weißen frisst. Ich gehe erstmal noch eine ganze Weile geradeaus anscheinend. Das hier ist eine Ecke. Ich kann fast schon funktionieren lassen. Ich muss vor in die Richtung von dem Monster, das ist mal blöd. Was
Also wirklich schlimm aufgestellt. Jetzt würde ich sagen, machen wir was krass. Bin ich schon wieder am Leben? Okay, der geht easy. Ting! Fuck the system. Fuck ist dieses Geräusch. Es scheint nicht böse zu sein. Also den Kopf die ganze Zeit ging los. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir hier sehen. Aber es ist minimal disturbing für mich. What the fuck? Was ist denn los, wenn es uns jetzt kommt? Metalldetektor. Ist allerdings zu. Okay, wir machen den Geräusch von sie. Ist egal. Hello. What the fuck? Okay. Ich glaube, das wird gar nicht so einfach jetzt. Ja, wo bin ich denn? Genau vor diesem Lagerraum hier. Okay, dann... Ach, das ging auch der Raum mit dem... Der Hund sonst steht sich also direkt da vor die Tür. Wenn ich jetzt so gerade rausgehe, würde ich gefressen. Jo. Okay. Hm. Ich
nehme mal so einen hässlichen Milchkanister. Hä, wieso sieht er mich denn so? Ach, guck, kannst du. Kann man sehen. Wir machen das schon. Wir machen das jetzt auf hardcore-professioneller Weise, würde ich behaupten. Ich gib mir die Schissfla. What? Hä? What the fuck? In die Spiele. Okay, jetzt nicht zu reckless. Lauf um dein Leben, du Hurensohn! Die Treppe... Lol. Er will die scheiß Treppe nicht hoch, was? Ja, aber den braucht er denn, um eine scheiß Treppe hochzulaufen? Wie sieht das... Wie so ein... Keine Ahnung. Gerade kein qualitativ hoher Ding sein, vergleich. Ups. Warum kann man nicht einfach mit Maus 2 werfen? Digga, ich versteh's einfach nicht. Warum sieht er mich denn? Okay. Ich hab mich schon mal ein bisschen spoilern lassen. Ich hab gehört, dass das hier die letzte Stage sein soll. Zum Geigen, so, okay. Schönes draußen. Das Zimmer gibt es überhaupt irgendwas im Untergeschoss zu sehen? Hm? Ist nie, Bad. Ich konnte gar nie im Spiegel gucken. Ja, genau deswegen haben sie das Spiel so nach dem Prinzip gemacht. Ich brauche eine Keycard. Und gucken, wo das Monster ist. Er steckt nicht im Bot. Sicher, Digga, oder Scheiße? Okay. Was kommt da so rein? Ja, aber das ist die Keycard hier, oder was? Ja, soll das eine Keycard sein? Und Feuer läuft mit der Chucke. Oh,
Und schon, der kann mich nicht jagen, so. Er chillt lieber am Haus rum. Puh, war ja mal relativ knapp. Ich lasse einfach so bei mir vorbeilatschen, das ist ja nice an sich. Und so easy peasy lemon squeezy. Wieso sind wir da auf ewig gefangen? Ein experimenteller Survival-Thriller war das. Wo ist Egnaburg Krakowic? Das ist bestimmt thanks und so. Ja. Haben wir wieder eine schöne Folge hier zu Halloween fertig, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.